So, jetzt wollte ich noch eben schnell von meinem Raubzug erzählen, den ich beim deutschen eBay ausgeführt habe. An dieser Stelle danke an Papa, dass er mir die Überweisung durchgeführt hat und mir dann die Pakete geschickt hat. Denn viele Verkäufer schicken leider nicht nach Schweden, obwohl das Porto meines Erachtens nach recht gering ist. Ich glaube, das große Paket mit insgesamt sechs Sachen hat 6 € gekostet. Vollkommen okay. Ich habe, ja, dieser Raubzug ist eigentlich eine Zusammensetzung von verschiedenen Sachen, die im Moment gerade in meinem Leben passieren. Ich war vor 4 Wochen, glaube ich, auf einem Mary Kay-Abend. Die meisten von euch wissen sicher, was Mary Kay ist. Für die, die es nicht wissen, Mary Kay ist ein Home-Party-Make-up-Slash-Hautpflege-Slash-Körperpflege-Laden. Produktmarke. Ich sage ja, mein Deutsch funktioniert nicht so gut. Ist eine Marke, die man bei Homepartys bekommen kann. Und ich war, wie gesagt, zuerst auf einem Abend mit Mary Kay, einem Hautpflegeabend. Und da sprach mich die Mary Kay-Tante an und fragte, ob ich nicht selber Mary Kay verkaufen möchte. Und da ich ja, wie gesagt, sehr an Hautpflege und sowas interessiert bin, habe ich es mir durch den Kopf gehen lassen und noch mehr durch den Kopf gehen lassen und noch mehr durch den Kopf gehen lassen. Hatte dann auch einen Hautpflegeabend bei mir zu Hause und bin dann auch von, oder habe mir die Make-up-Sachen vorstellen lassen. Man wird nicht geschminkt, man schminkt sich selber mit der Auswahl der Produkte, die es gibt. War aber leider nicht sehr begeistert von dem Make-up als solchem. Also die Produkte, ja. Die Produkte fand ich okay. Ich war nicht sehr begeistert vom Mineral Make-up oder Mineral Puder, wie es glaube ich heißt bei Mary Kay. Vor allem den Pinsel, den mochte ich überhaupt nicht. Ich bin an meine Everyday Minerals Bürsten, Pinsel, Bürsten. Auf Schwedisch sagt man Bürsten. Pinsel gewöhnt und die sind so weich und so schön und da kratzt nichts. Aber der Mary Kay Pinsel, der kratzte und nee, den mochte ich nicht so gerne. Aber was mir sehr gefallen hat und was ich mir auch jetzt gekauft habe bei eBay, das ist das wohl allen Bekannte. Und wenn nicht, jetzt wird es euch eine Bekanntschaft werden. Das Secondhand-Set. Wie ihr seht, ich habe eine große Flasche von dem, ich komme halten, von dem Scrub. Ich muss noch lernen, wie man das in die Kamera halten soll, damit es auch richtig kommt. So sieht es aus. Bevor man das Scrub verwendet, cremt man sich die Hände mit dieser Creme ein. Und ich bekomme es jetzt nicht scharf, das ist unmöglich mit dieser Kamera. Und dann benutzt man den Scrub. Und danach benutzt man eine Handcreme. Und die Produkte fand ich super. Das ist wirklich Spitzenklasse. Riecht gut und hat mir sehr gut gefallen. Ich habe, wie gesagt, die große Flasche von dem Scrub. Und dann habe ich mir jede Menge kleine Tuben von den anderen beiden Cremes geholt, weil kann man auch mal gut unterwegs mitnehmen. Das ist kein Nachteil, finde ich. Was habe ich noch
erstanden, ersteigert. Wir können erstmal das hier nehmen. Das ist ein Parfüm, wie ihr bestimmt sehen könnt. Das ist Oscar de la Renta. Oder Oscar de la Renta, vielleicht. Volupté. Ich habe es eigentlich für eine Bekannte gekauft. Aber vielleicht behalte ich es auch. So schlecht ist es nämlich gar nicht. Es ist eigentlich nicht so ganz mein Ding. Und jetzt will ich es auch nicht aufmachen, denn sonst spritze ich es beim ganzen Laptop. Ist eigentlich nicht ganz mein Ding. Ich mag mehr diese fruchtig frischen Meeresfrischen Sachen. Aber wer weiß. Vielleicht, wenn man mal schick abends weggeht oder so, dann kann es mir bestimmt auch gefallen. Und ich habe meine ersten 3 MAC-Produkte erstanden. Oder ja, ehrlich gesagt hatte ich schon 2 vorher. Ich hatte einen Lip Liner, den ich mir letztes Jahr in Kopenhagen gekauft habe, bei MAC da. Denn hier in meiner Stadt in Schweden gibt es kein MAC und es gibt nur MAC in den 3 großen Städten, in Stockholm, Göteborg und Malmö. Und da komme ich zwar des Öfteren mal hin, aber da muss man doch mal ganz genau wissen, was man haben will. Und ich möchte lieber stöbern gehen, das finde ich eigentlich generell schöner. Also ich muss mich ein bisschen besser vorbereiten in dieser Zeit. Auf jeden Fall, was ich jetzt erstanden habe über eBay, sind eigentlich 3 Sachen. Erstens ein MAC Puder, nein, ein Powder Blush meine ich natürlich, in Margin. Das ich wahrscheinlich wegtauschen werde bei Pretty, wie das Forum heißt hier in Schweden. Denn es ist nicht ganz meine Farbe und so. Also müssen wir mal sehen. Aber ich habe es preiswert bekommen. Von daher war es dann auf jeden Fall kein großer Verlust. Im Gegenteil, werde ich bestimmt was Schönes dafür tauschen können. Und dann habe ich was ganz Schönes gefunden und es war auch nicht teuer. Wirklich nicht teuer. Es ist die Viva Glam 3 Warm Eyes Palette. Viva Glam, also Passionately Red. Viva Glam ist ja MAC's AIDS-Kampagnen-Kollektion. Und schaut mal, wie schön das ist. Ah. Das sind also, ich kann jetzt mal versuchen, das Plastik abzumachen, ohne dass alles rausfällt. Das ist jetzt also eine Palette mit 3 Lippenfarben, 2 Lippenstiften aus der Viva Glam Serie, Nummer 5 und Nummer 6, und dem Lipgloss Nummer 5. Es ist schwer zu winkeln, Leute. So vielleicht. So geht's ein bisschen besser. Und dazu ein kleiner Pinsel. Oh, da ist er. Und jetzt ist er runtergefallen. Naja, ihr habt's vielleicht ja auch schon mal woanders gesehen. Und da freue ich mich sehr zu. Denn Lipglanz und Lippenstift ist meine große Passion. Ich habe viel zu viel Lipglosses. Hilft mir mit meinem Deutsch. Helft mir. Es ist furchtbar. Aber man bekommt immer gern was Neues dazu. Und da habe ich mir noch eine kleine Tube von der MAC Paint Still Life ersteigert. So, ich glaube, dieses Video ist jetzt schon viel zu lang, von daher muss ich jetzt mal versuchen, das zu schneiden und dann mache ich noch ein neues.